glaube, es ist wichtig, für Unteilbar auf die Straße zu gehen, einfach um zu zeigen, wir sind unteilbar. Egal, wie wir glauben, wie wir denken, wie wir fühlen, welche Überzeugungen wir haben, welche weltanschaulichen Überzeugungen, religiösen Überzeugungen wir haben. Wir sind eins, wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Natürlich müssen wir in einer offenen, toleranten, liberalen Gesellschaft miteinander streiten. Natürlich sind unterschiedliche Meinungen erlaubt, aber ich stelle fest, dass es in letzter Zeit immer mehr Unmenschlichkeit gibt, dass es cool geworden ist, sich unmenschlich zu äußern, gegen Menschenrechte zu sein, Leute niederzumachen, Leute Menschen als Menschen zweiter Klasse zu bezeichnen und zu behandeln. Wir haben Politiker in ganz Europa, in Frankreich, in Deutschland, in Österreich, in Ungarn, in Polen, in allen möglichen Ländern, in der Türkei, auf den Philippinen, also weil es weltweit so ist, dass Politiker sich unmenschlich verhalten, ist es so wichtig, dass wir zeigen, wir stehen zusammen, wir sind dagegen, wir leisten Widerrede und wir sind unteilbar. Und deswegen finde ich es toll, dass ihr heute dabei seid.